Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Heute gibt's einen Workout für deinen Rücken mit den Brassiers im Sitzen. Viel Spaß! Richte dich zuerst mal auf. Denk dran, gerade sitzen heißt immer, dein Brustbein nach diagonal oben heben. Dein Blick ist in den Horizont. Und jetzt versuchst du mal ganz sanft deinen Bauchnabel nach innen zu ziehen. Genau, so kannst du schon mal gut deinen tiefen Bauchmuskel aktivieren, der hier unten wie ein Korsett mit der Faszie im unteren Rücken deinen ganzen Rumpf stützt und stabilisiert und dein Beckenboden wird auch aktiv. Jawohl. Setz dich auf deine Sitzbeinhöcker. Jetzt mal so ein bisschen fühlen, wo die sind. Und dann fangen wir einfach mal an mit unseren Füßen. Das heißt, wir heben die eine Fußspitze und die andere Ferse nach oben. Und versuch mal zu wechseln. Einmal rechts, einmal links, Fußspitze, Ferse im Wechsel heben und senken. Wir fangen bei den Füßen an, so ein bisschen zu mobilisieren. Unsere Gelenke zu mobilisieren. Wichtig, dass wir beweglich bleiben, auch für einen gesunden Rücken. Und dann löst du noch einmal, nimmst ein Bein in die Luft, streckst dein Bein nach vorne. Gerne kannst du dich auch so ein bisschen abstützen. Andere Seite, Ferse nach vorne schieben. Einfach mal im Wechsel. Rechts und links. Richtig kraftvoll, sodass du vielleicht auch merkst, dass deine Oberschenkelmuskulatur aktiv werden muss. Und dann löst du nochmal, letzten Male, und gehst mal einfach am Platz. Nimm jetzt schon mal deine Arme mit, wie wenn du am Platz oder draußen gehen würdest. Arme gegen gleich. Und dann öffne jetzt mal deine Beine nach außen und schließe nochmal nach außen und schließen. Unsere Hüftgelenke mobilisieren. Und dann wechselst du auch mal und fängst mit der anderen Seite an. Einmal außen und innen. Außen immer noch aufrecht sitzen. Letzten Male noch. Und dann bleibst du wieder in der Mitte. Lass deine Füße ungefähr hüftschmal stehen. Legst deine Brassiers auf deine Oberschenkel. Machst deinen Rücken mal rund. Atme aus. Atme ein. Richte dich auf. Atme aus, öffne gleich mal deine Handflächen, spreize deine Finger so richtig und roll ruhig auch gleich mal deine Handflächen ab, indem du auch deine Wirbelsäule jetzt mobilisierst. Nochmal. Und ein letztes Mal noch. Und dann bleibst du nochmal hier, lässt deine Arme mal ganz locker hängen. Und drehst dich mal, neigst dich von rechts nach links und versuch auf dem Stuhl sitzen zu bleiben und deine Wirbelsäule auf die Seite zu bewegen. Und vielleicht kannst du auch deinen Blick mit zu der unteren Hand nehmen. Und die letzten Male noch. Bleib aufrecht sitzen. Komm langsam wieder zur Mitte, komm hierher, beide Hände zu deinem Brustbein und jetzt drehst du dich mal nach rechts, nach links, ganz locker. Denk an deine Aufrichtung, ist wichtig. Und die Beweglichkeit hier oben in der Brustwirbelsäule ist entscheidend für unsere Rückengesundheit. Kommst langsam wieder zur Mitte, pendel dich ein, lass deine Arme mal fallen, lass sie nach innen rotieren, nach außen rotieren, deine Hände gerne auch aufmachen, lass das Gewicht, diese 270 Gramm, je Brasil, einfach mal wirken und gerne darfst du auch deinen ganzen Rücken mitnehmen, rund werden, dich aufrichten, rund werden, zwei kleine Achterbewegungen neben deinem Körper. Gleich nochmal. Aufgerichtet bleiben, deine Schulterblätter richtig fixieren, indem du deine Schultern weit nach hinten unten ziehst. Deine Daumen mal auf die Spitzen, die kleinen Finger zum Körper und jetzt machst du mal ganz kleine Bewegungen zueinander mit beiden Händen und machst einfach mal weiter und spürst, was da die Muskeln machen. Deinen Schulterblättern.
auch deinen Trizeps. Jawohl, immer noch aufgerichtet sitzen bleiben. Das machst du so 20 Sekunden oder so eine Minute, je nachdem, wie lange du schaffst. Wichtig ist nur, falls du dich im Nacken verspannst, Pause machen. Also nur so viel, wie dir gut tut. Dann löst du, lässt deine Schulterblätter hinten fixiert, nimmst deine Arme nach vorne und machst jetzt mal kleine Mini-Moves. Und jetzt merkst du schon, dein ganzer Rumpf kommt mit in Bewegung. Mit diesen kleinen Mini-Moves trainieren wir unsere tiefe Rumpfmuskulatur, die wichtigste Muskulatur, die, die unsere Wirbelkörper stützen, stabilisieren. Und vor jeder unvorhergesehenen Bewegung im Alltag spannen diese kleinen Muskeln an der Wirbelsäule an und schützen so unsere Bandscheiben. Jetzt drehst du dich mal ein Stück zu mir, schüttelst weiter, atmest aus, atme ein, komm wieder zur Mitte und das Ganze zur anderen Seite. Ausatmen. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen. Und ein. Schräge Bauchmuskulatur kommt jetzt dazu. Ist auch wichtig für die Rumpfstabilität. Und ein letztes Mal noch zur Seite. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte. Löst mal kurz deine Arme. Einmal kurz die Arme entspannen. Und mit dem Ausatmen schiebst du beide Füße hoch und einatmen zurück. Gerade Bauchmuskulatur nochmal ausatmen. Hoch, halte dich ruhig so ein bisschen hinten fest. Und kurzen Moment halten und absetzen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen länger oben halten und wenn du möchtest, bleibst du sogar in der Balance ohne festhalten. Aus und ein. Atmen, so lang wie möglich, oben in der Balance halten. Wenn du keinen Platz hast mit der Stuhllehne, rutsch noch ein Stück nach vorne an deinem Stuhl. Hoch, also gerne helfen und hinten abstützen. Atem fließen lassen, nicht die Luft anhalten. Letzten. Sehr gut. Einmal noch und absetzen. Sehr schön. Schultern einfach nochmal zurückziehen. Und jetzt lehnen wir unseren Rumpf ein ganz kleines bisschen nach vorne und richten uns nochmal auf. Nochmal nach vorne lehnen, ganz geraden Rücken und nochmal aufrichten. Bleib jetzt vorne. Bleib hier. Deine Arme hängen ganz locker neben dem Körper. Und jetzt ziehst du mal deine Arme nach oben, Schulterblätter hinten zusammenziehen und löst nochmal dein oberer Rücken. Nochmal hochziehen und wieder lösen. Ganz bewusst Schulterblätter zueinander. Und lösen. Hab das Gefühl, du hebst zwei Gewichte hier nach oben, zwei schwere. So schwer sind die Brasils nicht. Jetzt bleibst du hier oben. Bleib hier, öffne die Arme, komm wieder tief und löse. Nochmal. Kommen auch unsere Schultern so ein bisschen zum Einsatz, wichtige Muskeln. Nochmal. Drehen. Zurück und lösen. Dein Blick ist in Verlängerung deiner Wirbelsäule, also deine Halswirbelsäule in einer Linie mit dem Rücken. Das heißt, den Blick so ein bisschen nach unten. So, jetzt bleibst du hier oben und jetzt machst du mal kleine Bewegungen zueinander. Wenig Kraftaufwand, minimale Amplitude, dann erreichen wir die tiefen Muskeln. Schultern tief ziehen und nochmal auflösen. Lass deine Arme lang, Handflächen zueinander und jetzt öffne mit längerem Hebel. Nochmal lang deine Arme nach oben, Endspurt. Du kannst gerne mal zwischendurch Pause machen, wenn es nicht mehr geht. Also gerne mal kurz zurücksetzen. Ansonsten ausatmen, leicht gebeugte Ellbogen. Und jetzt bleibst du hier oben. Und jetzt machen wir noch den Endspurt. Versuch nochmal vor und zurück zu schütteln.
Dann sitzt warm bei dem Rücken, dann habe ich mein Ziel erreicht. Schultern tief ziehen, Bauchnabel nach innen holen und langsam lösen und zurücksetzen. Locker nochmal so richtig aus. Sehr schön. Schultern kreisen. Und einmal beide Arme richtig weit nach oben. Und jetzt darfst du dich mal richtig lang strecken. Ganz wichtige Bewegung. Gerne auch mal ab und zu im Alltag machen. Durchblutet die Muskulatur am Rücken. Und lässt den Bandscheiben mal so ein bisschen Platz zum Atmen. Wenn du dich mal streckst, vielleicht auch mal weiter nach vorne. Probier es aus, wo es dir gerade so richtig schön angenehm ist. Und lass nochmal locker, lass deine Arme nochmal so richtig sinken, Schultern tief ziehen und jetzt einfach nur das Gewicht von den Brasiles nach unten hängen lassen, dich wieder aufrichten, erinnere dich daran, Brustbein heben und deinen Kopf lässt du einfach mal auf eine Seite, dein Ohr Richtung Nacken oder Richtung Schulter. Wenn du möchtest, pendelst du jetzt mal ganz leicht mit der anderen Seite vor und zurück. Du kannst auch ganz ruhig halten. Schau, was dir angenehm ist. Spür die Nackenmuskulatur. Und wechsel dann zur anderen Seite. Kopf heben zur anderen Seite. Und nochmal ganz locker vor, zurück pendeln. Aufgerichtet sitzen. Und langsam wieder zur Mitte kommen, aufrichten, ein Brasil mal vor dir ablegen. Das andere nimmst du nach oben und übergibst es in deine andere Hand hier. Und dann nimmst du und wechselst. Du kannst auch werfen, wenn die Hände nicht zueinander gehen, macht gar nichts. Dann wirfst du und fängst mit der unteren. Und wenn mal ein Brasil fällt, ist es auch nicht schlimm. Dann wieder aufheben und weiter geht's. Mobilisation der Schultergelenke, des Schultergürtels. Auch wichtig, dass wir da mobil bleiben. Wenn wir da fest werden, dann kriegt man auch gerne mit dem oberen Rücken Probleme. Also wirklich richtig schön mitbewegen. Die letzten Male noch wechseln. Und dann langsam wieder lösen. Einmal die Brasiles kurz ablegen, rund werden, aufrichten, nochmal rund. Ganz genüsslich, vielleicht möchtest du ja deinen Rücken nochmal in eine andere Richtung bewegen. Einfach mal durchbewegen, nach vorne, nach hinten. Und ein letztes Mal noch. Aufrichten, Schultern zurückziehen, einatmen, langziehen. Und mit dem Ausatmen schüttelst du nochmal deine Hände so richtig aus und entspannst. Schön, dass du wieder dabei warst heute bei unserem Rückentraining. Wenn es dir gefallen hat, gerne hier oben bei dem Infopunkt auf mehr Gymnastik auch noch mit dem Stuhl gehen, wenn du möchtest. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Gefällt mir. Oder über jeden Kommentar von dir. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du es natürlich auch gerne machen. Oder empfehle mich auch deinen Freunden weiter. Ich freue mich auf unser nächstes Workout.